Als zweites Produkt der Firma IDS, Israel Defense Store, möchte ich euch eine Doppelvorstellung geben. Wir haben hier auf der einen Seite das IDS Level 2 Glockholster mit Thumb Release, Daumenauslöser, und die Drop Leg Plattform. Das Thumb Release Holster ist letzten Endes baugleich mit dem Glockholster, hat aber den Zusatz des Daumenauslösers. Das heißt, um die Waffe ziehen zu können, sie ist jetzt hier fest drinne. Um die Waffe ziehen zu können, muss ich den Knopf drücken. Damit wird die Entriegelung freigegeben und ich kann die Waffe ganz normal ziehen. Ich finde diese Lösung ein ganz klein wenig praktischer und sicherer als diese typische Blackhawk-Lösung mit dem Fingerknopf hier vorne am Gehäuse, wo man durchaus, wenn man ungeschickt ist, dazu neigen könnte, bei zu viel Druck den Finger direkt an den Abzug zu ziehen und dann unbeabsichtigt einen Schuss auszulösen. Da es das identische Holster mit dem IDS Glockholster ist, ist die Passform auch hier absolut top. Ich kann hier zusätzlich zu dem Druckknopf auch hier den Ziehwiderstand einstellen, um einfach ein bisschen mehr Retention mit reinzubringen. Zusätzlich habe ich hier die Dropleg-Plattform. Dropleg-Plattform ist nichts weiter als die Plattform für ein Oberschenkelholster. Die Features hier sind ganz klar die Oberschenkelriemen, die frei einstellbar sind. Wir haben hier eine gepolsterte Rückenabdeckung auf dieser Plattform, also nicht wie viele andere, wo das einfach nur ein Holster ist, was seitlich dran klatscht, sondern ich habe hier tatsächlich eine augenscheinlich leicht atmungsaktive Polsterung. Ich kann hier über diesen Klettstreifen das Holster in der Höhe auch entsprechend einstellen, wie ich es brauche, um eben die richtige Oberschenkelhöhe für mich herauszufinden. Das Ganze kann dann an der Koppel letzten Endes verbleiben, indem man diesen Druckknopf drückt seitlich, und dann habe ich hier eine ganz normale Schließe, wie man sie auch sonst noch kennt, um dann den schnellen Einsatz vorzubereiten. Die Plattform hat zwei Montagehöhen. Ich habe jetzt einfach mal die obere gewählt. Die untere, da schaut das Holster ein ganz klein wenig weiter raus, ist also in etwas, ja, vergleichbar mit den Lowrider-Positionen, die ich ganz gerne mag, dass das Holster tief und weit weg ist. Es ist auch, diese Bodenplattform ist auch letzten Endes die gleiche Plattform wie wie der Lowrider, wie ich auch in dem vorherigen Video für das IDS Glockholster erwähnt habe. Ich habe das mal probehalber angelegt gehabt. Ich bin zugegebenermaßen kein wirklicher Freund von diesen Oberschenkelholstern, zumal sie bei uns im BDMP zumindest mal keinen sportlichen Einsatz finden. Aber ich sag mal, im Airsoft-Bereich oder wer halt jetzt in einem anderen Verband ist, wo das erlaubt ist, ist es durchaus eine Alternative. Wer sich das IDS-Glockholster oder das Thumb-Release-Holster zulegen möchte und möchte die Plattform haben, kann ein paar Taler daran sparen. Das Holster selber kostet 32,90 €. Und wenn man beides zusammenkauft, kostet die Plattform zusätzlich dann 49,90 €. Würde man die Plattform standalone kaufen, kostet sie 59,90 €. Ist ein vernünftiger Preis, die Qualität ist sehr gut, wie ich beurteilen kann. Macht einen sehr, sehr robusten Eindruck. Die Plattform ist sehr gut. Das Einzige, was ich sagen muss, was ich ein bisschen unglücklich gelöst finde bei dieser Geschichte, ist das Festschrauben des Holsters hinten. Man muss halt hier diese ganzen Riemen beiseite, man muss da irgendwie drankommen. Und das macht es ein ganz klein wenig schwierig, aber auch das bekommt man durchaus hin mit ein bisschen Geduld. Und so oft wird ja die Höhe oder die Neigung, wie auch immer, an diesem Holster nicht verändert. Originär wird das Holster mit Paddle-Montage geliefert. Auch hier sehen wir wieder, wie bei dem IDS-Holster, diese Verzahnung, die zwei Löcher. Und damit kann ich dieses Holster quasi so positionieren, wie ich es auch brauche, wenn ich nicht die Plattform nutzen wollte. Alles in allem macht das auch hier wieder einen sehr, sehr guten Eindruck. Die Passform des Holsters für die Waffe ist absolut top. Da kann man überhaupt nichts sagen. Preis-Leistung stimmt definitiv. Die Links poste ich euch wie gehabt unten rein, aber hier in dem Fall direkt zu IDS. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr dort etwas bestellen solltet. Erwähnt einfach nur kurz, dass ihr das über mein Video gemacht habt, nur damit die Bescheid wissen.
In diesem Sinn, das ist das IDS Thumb Release Glockholster mit der Drop Leg Plattform.